für alle Fans von Til Schweiger haben wir schlimme Nachrichten. Was ist der aktuelle Zustand? Absolut. Also am Nachmittag kamen jetzt die Breaking News. Til Schweiger ist im Krankenhaus auf Mallorca. Er liegt mit einer Sepsis dort, hat auch selbst im Bildinterview erklärt, dass er seit 14 Tagen Antibiotika nimmt. Das Ganze ist schon seit letzten August ein Problem, lustigerweise, also interessanterweise, weil normalerweise heilt ja eine Wunde relativ schnell. Er hat aber ein offenes Bein, wie er selbst erklärt. Das heißt, das ist eine Wunde, die eben nicht verheilt und dadurch sind Keime in die Wunde gekommen. Und jetzt ist eben eine Sepsis entstanden. Seit 14 Tagen bekommt er Antibiotika. Seine Kinder besuchen ihn abwechselnd, also Luna, Lilly und Valentin sind vor Ort. Es konnten natürlich nicht alle kommen, ist eh klar. Man will ja auch schauen, dass ein bisschen Ruhe einkehrt. Und genau, ja, also Til Schweiger dürfte trotzdem noch in der Lage sein zu telefonieren. Aber man muss das Ganze natürlich sehr ernst nehmen, weil im schlimmsten Fall kann es zum Tode führen. Es war auch zwischenzeitlich schon die Rede von einer Amputation, zumindest laut Bildinformationen. Mhm. Das hat Til Schweiger nicht bestätigt, aber es scheint wirklich ernst zu sein. Ja, jetzt jeder, der sich ein bisschen mit Medizin auskennt, weiß, wenn eine Sepsis zu schlimm ist, kann es im schlimmsten Fall tatsächlich zu einer Amputation kommen. Was glaubst du, wie würde der Schauspieler damit umgehen, wenn das wirklich passieren würde? Ja, also Til Schweiger ist jemand, der hart im Nehmen ist. Er hat auch immer wieder in Interviews sehr offen über seine Probleme geredet, also auch über Alkoholprobleme. Ich glaube, er würde es mit Würde tragen. Es ist sicher besser als der Ernstfall. Ich denke mir auch als Schauspieler dann mit einem Bein nur, es ist ja auch schwierig, an die Tätigkeit auszuüben. Sicher, es gibt Prothesen, aber ich hoffe natürlich und ich glaube, wir alle an der Stelle hoffen, dass es bald wieder besser wird. Hat man schon eine genauere Information, wie lange er jetzt diese Antibiotikatherapie machen muss? Ja, also er hofft natürlich, dass er zur Premiere des neuen Guy Ritchie-Films, wo er ja auch selbst eine Rolle spielt, wieder fit ist und in New York dabei sein kann. Er müsste zwar danach direkt wieder ins Krankenhaus, aber er will da tatsächlich anreisen. Und ja, also ich denke mal, er ist auf jeden Fall optimistisch. Mhm. Ob das allerdings der Fall sein wird, wird sich noch zeigen. Am Samstag hat er weitere Untersuchungen. Da gibt es dann wieder MRT, Ultraschall etc. Da wird dann auch festgestellt, ob es ein Okay gibt für diesen Termin. Und dann ist alles Weitere wahrscheinlich auch klar. Jetzt werden wir ein bisschen die Karriere von Til Schweiger verfolgt. Er hat es ja geschafft, als deutscher Schauspieler auch in den USA große Erfolge zu feiern. Zum Beispiel auch mit Inglourious Basterds. Wie bewertest du seine Karriere so über die Jahre? Ja, also wie schon gesagt, ist beispielslos. Also einer der großen Schauspieler des deutschsprachigen Raums, international angesehen. Ich meine, er macht ja auch selbst irrsinnig viele Filme, Kein Ohrhasen etc., die sehr beliebt sind. Seine Kinder treten genauso in seine Fußstapfen, also das ist schon unglaublich. Jetzt würde mich natürlich an der Stelle auch interessieren, was ist so für dich dein persönlicher Lieblingsfilm? Kein Ohrhasen. Kein Ohrhasen? Warum genau dieser? Ich finde ihn einfach total berührend und ja, erinnert mich ein bisschen an meine Kindheit und ist wunderschön. Zum Abschluss nochmal, also wir wünschen natürlich Til Schweiger gute Besserung. Jetzt hoffen wir auf ein baldiges Update. Er wird sich dann wahrscheinlich auch über die sozialen Medien wieder melden, oder? Ja, das bleibt abzuwarten. Vielleicht erfahren wir es wieder aus der Zeitung, bevor er sich selbst dazu meldet. Es kommt natürlich darauf an, wie stark sein, also wie gut sein Zustand ist. Also wenn er noch telefonieren kann, ist wunderbar. Sowas kann aber auch sehr schnell kippen. Also ja, wir bleiben gespannt.